Lok Leipzig in Weiß will im Vogtland eine neue Siegesserie starten. Fünfte Minute, Aracic Kopfball an den Pfosten. Die Messestädter drückend überlegen, erspielen sich Chance um Chance. Ogbidi, 23. Minute, wieder nur Pfosten. Plauen schwächt sich kurz vor der Pause selbst. Rot für Kämpfer, und zwar für diesen Schubser. Zweite Hälfte, die Gastgeber verteidigen in Unterzahl leidenschaftlich bis zur 89. Minute. Keeper Piles fault Dombrova, Strafstoß. Und Abderrahmane erzielt den Treffer des Abends. Lok schlägt Plauen in letzter Minute mit 1:0.